Hallo und herzlich willkommen bei Zero to One, heute mit folgenden Themen. Im letzten Teil zum Thema Race zeigen wir euch eine besondere Art, diese zu durchlaufen. Heute das letzte Video zum Thema Air Raid, dann haben wir dieses Thema auch schon wieder geschafft. Wir bauen auf unser letztes Beispiel auf. Heute geht es allerdings darum, wie durchlaufe ich Air Raids mit weniger Aufwand, mit weniger Programmieraufwand. Denn wenn euch aufgefallen ist, ist es im Grunde ja schon so, dass dieses obere Gerüst, egal was ich bei Arrays mache, immer gleich ist. Wenn ich es nicht gerade manuell mache. Wir haben immer die Definition, wir haben immer die gleiche Bedingung, wir zählen immer irgendwie was dazu. Und daher das doch eigentlich viel Aufwand ist dafür, dass ich nur dieses Array durchlaufen möchte. Und es sehr oft passiert, dass ich Arrays durchlaufen werde, gibt es eine andere Art der Vorschleife, die erweiterte Vorschleife, und diese funktioniert wie folgt. Wir definieren erst wieder eine Variable. Wir sagen String Name. Was wir allerdings jetzt nicht machen, ist, dass wir einen Wert zuweisen, sondern wir sagen wirklich vor String Name, dann machen wir einen Doppelpunkt und geben jetzt dieses Array an, das wir durchlaufen möchten. Und es heißt nicht Kameraden, sondern Klassenkameraden. So, wir sehen jetzt schon mal, wir haben keine Syntaxfehler mehr. Das heißt, es ist wieder eine neue Art oder neues Konstrukt, das man einfach auswendig lernen muss. Wir haben dieses Passwort vor, dann eine Definition einer Variable, dann Doppelpunkt und dann das Array. Wichtig ist wieder, dass dieser Datentyp und dieser Datentyp des Arrays zusammenpassen. Wir haben hier eine Menge von Strings, wir haben hier einen String. Und nichts anderes, hier wird jetzt nichts anderes gemacht, dass man sagt, wir gehen dieses Array wirklich Punkt für Punkt durch, von 0 bis zum Ende und weisen immer, oder beziehungsweise wir gehen dieses Array Runde für Runde durch und dieser Name hier bekommt nach jeder Runde den nächsten Wert von dem Array. Ich möchte es mal kurz zeigen. Wir geben jetzt einfach mal nur Name aus. Und was jetzt passiert ist, das gleiche, was wir zuvor hier gemacht haben, das ist hier unten letztendlich, das da oben war, dieses Verketten, dass einfach wirklich der Name nach jeder Runde einen neuen Wert bekommt. Das kommentieren wir mal schnell aus. Wir sehen jetzt, hier steht wieder Hansi, Franz, Tim, Marcel und Zero. Diese fünf Namen, die wir hier oben definiert haben. Und das ist eben eine sehr effiziente Methode, um damit zu arbeiten. Was wir hier jetzt natürlich noch machen könnten, wir könnten wieder sagen, wie wir oben bei dem auskommentierten Teil hier gemacht haben. Wir haben hier die Nummer, wir haben Name plus Doppelpunkt plus die Nummer, Nummer plus plus. Und dann haben wir im Grunde wieder, wenn wir noch diesen Tabulator anfügen, das gleiche Ergebnis wie zuvor, allerdings, wenn man den Programmaufwand betrachtet, Programmieraufwand, doch mit viel weniger Aufwand und es ist vor allem auch viel schöner zu lesen. Clean Code sozusagen. Wir werden in den weiteren Kapiteln nochmal eine Methode lernen, um das Ganze nochmal effizienter zu machen, was auch erst seit Java 7 gibt, oder diese Methode, um es nochmal effizienter zu machen, gibt es erst seit Java 7. Das ist jetzt allerdings noch zu viel. Und reicht für unsere Dinge auf alle Fälle erstmal. Unglaublich, aber mit diesem Video hast du schon wieder den nächsten Themenblock in Java abgeschlossen. Es war ein sehr umfangreiches, aber auch ein wichtiges Thema. Und wir hoffen, du hast soweit alles verstanden und kannst es in Zukunft auch anwenden. Wenn dir das Video gefallen hat und wenn es hilfreich war, dann lass doch bitte ein Like da. Und falls noch nicht geschehen, abonniere unseren Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video und mit dem nächsten Thema. Bis dahin viel Spaß beim Lernen und Programmieren mit Java.